Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge Auffallend anders. Ja, Sonntagmorgen nach der Zeitumstellung. Ich bin wahrscheinlich wieder eine Stunde zu spät oder zu früh. Ja, keiner da. Ja, wir planen hier einen Roadtrip. Wo es hingeht, das frage ich den Robi, wenn er irgendwann mal auftaucht. Ja, bis später. Da ist er! Robi, nimm mich mit! Nimm mich mit! Ja, wo geht's denn eigentlich hin, Robi? Wir fahren heute nach Meppen. Wir wurden eingeladen von der Firma NAP. Und da fahren wir heute eine Werksbesichtigung machen und dann machen wir mit Grip eine Folge über unsere neue Corvette, die wir morgen abholen. Und vielleicht würde ich sagen, den Rest schauen wir uns erstmal an, oder? Ja, cool. Na dann, bis später. Wie spät denn, Ruby? Lass uns loslegen. Halt! Dein Platz ist da hinten. Ich habe extra Kabel dabei. Schon wieder. Das ist mir viel zu anstrengend mit dir vorne, wirklich. Jan, geht nicht. So rauf. So. So. Warte, guck. Kannst du alleine machen. Ja, woran liegt's? Ja. Ich würde sagen, du musst da hinten jagen. Wir sind zu leicht hinten. Ja, wenn man einen Trailer hat, der nicht beladen ist, dann huckelt man ganz schön. Aber es ist nur noch 4 Stunden Fahrt, daher kein Problem. Okay, nach links wechseln. Nach vorne. Nach rechts. Nach vorne. NAP, aber keiner da. Robi muss das wieder regeln. Grüß dich, Pascal. Wir stehen jetzt vor eurem verschlossenen Tor. Ist es verschlossen? Sieht verschlossen aus. Alles klar, bis gleich. Ha, da öffnet sich das Tor. Schade. Nicht gekommen? Okay. Wir sind unterwegs. Ja, Amerika, ne? Okay. Arbeiten wir fertig oben. Zwei Sätze. Ein Mama heißt das Conti. Das ist echt. Aber sonst? Sehr schön. Und alles eingeplant. Auf den Sport. Ja? Von einem Ausdruck. Das ist im Prinzip unsere ganze Administration hier. Und hier fängt das Ganze an. Also unser Lager, im Prinzip alles das lagern, was wir nicht selber produzieren können. Fängt an bei Carbonbauteilen, Klappen, elektronische Stellmotoren, Elektronik selber dazu. Nicht mehr. Alle Teile, die wir im Prinzip nicht einkaufen dazu, werden hier in der Vorbereitung gefertigt. So, das heißt, wir kriegen die Rohre wirklich als Rohmaterial angeliefert, wie sie da hinten liegen. Draußen liegen da noch einige mehr dazu. Dann müssen die Rohre erstmal geschnitten werden, abgelenkt werden, dass du bestimmte Längen hast. Und diese bestimmten Längen, die werden nachher auf diese Biegemaschine geschoben.
Ich sag dir, warum das mit dem Sand war. Wenn du ein Rohr knickst, ne, da hast du also wirklich einen Knick drin und auf der anderen Seite hast du Falten. Ne? Also auf der einen Seite wird es da gezogen und auf der anderen Seite staut sich das Ganze oder staucht sich das Ganze dann zusammen. Deswegen hat man den Sand früher reingefüllt. Und jetzt ist es? Wir haben eine sogenannte Dornbiegemaschine. Da fährt also wirklich dieser Dorn hier vorne rein. Das ist das Teil hier. Achso, der hat den Rohrdurchmesser quasi, ja? Hat den Rohrdurchmesser, brauchst auch für jeden Rohrdurchmesser brauchst du dann extra Dorn dazu. Und diese Biegemaschine, da fährt dieses Rohr dann durch, kann in alle Richtungen biegen. Dreidimensional bestimmt dazu. Ja, sorry. Also selber alles zusammen gebastelt, damit du diese Rohrbiegung und diese einzelnen Teile da drauflegen kannst und dann wird das Ganze zusammengeschweißt. Oh, also so halt mit Jonas mit dem Kirchlichter, den immer hinmacht. So, und der muss ja wissen, wie muss ich die Teile denn hinlegen dazu. Ja. Und das Ding ist natürlich ultra aufwendig, nimmt dir unheimlich viel Platz weg. Und das ist noch eine der kleinen. Also wir hatten früher welche, die waren 2,50 Meter groß und konnten auch nur zu zweit getragen werden. Eine Lagerhalle nur dafür. Hatten so ist es. So ist es, ganz genau. Hatten wir auch dabei. Okay. Genau, wir hatten 1000 von diesen leeren gehabt. Das wird dann quasi hier draufgesetzt, genau. Und wird dann der Deckel dazu. Oder muss ich das drin? Zwei Komponenten. Okay. Was für eine Info? Ich hatte jetzt noch zu wenig das erste Mal. Aber der wächst. Ach, ach du meine. Aber viel mal. Gehen wir mit der Hand drauf? Schön warm, oder? Oh ja, schön. Chemische Reaktion, richtig. Im Winter sind das beliebte Heizgesäuren. Oh, das kannst du jetzt hier. Ach so. Und jetzt wächst das drumherum, ne? Das ist ja mega Arbeit, eigentlich. So, wir sind hier bei der Werksbesichtigung bei der Firma NAP. Und wir haben unseren Korb voll. Ich würde sagen, jetzt können wir erstmal Pizza essen gehen, oder? Ja, auch solche Endpos, die werden selber gemacht. Ach so, also das ist nicht okay. Fertig. Und das wird dann nachher verschleißt dann dazu. Okay. Ja? Perfekt. Mhm. So schnell kann es gehen. Hier sieht man wieder die hohe Kunst. Bei der Firma NAP wird tatsächlich noch von Hand geschweißt, teilweise nicht mit einem Schweißroboter. Da sieht man wieder, dass es teilweise gar kein Roboter schafft, so eine kleinen Bögen zu schweißen oder irgendwas, dass da tatsächlich noch menschliche Hand dran muss. Und wie gesagt, leider gibt es davon nur noch viel zu wenig. Perfekte Naht. Ja. So, jetzt sind wir hier im Hotel angekommen. Wir haben wirklich sehr schönen Abend gehabt, würde ich sagen. Oder? Ja. Jungs, oh, was ja. sagt ihr? Also die von der RP-Jungs, die sind echt Wir haben sie richtig einfallen lassen für uns. Und wenn du jetzt hier mal guckst, wunderschönes Hotel.
Hat der Marco Süd ausgesucht? Hallo Jan, hier sind wir. Wir checken jetzt ein. Vielleicht, wenn wir mal gucken, ob wir noch hinkommen. Wa? Ja, richtig. Ist ja doch ein bisschen später geworden. Wir checken jetzt ein und lassen den Abend mal ein bisschen ausklingen, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Bis morgen. Bis morgen. Ciao. Oh, jetzt hätte ich wieder abgeschmeißt vom Lachen. Alter Schieber. Alter Schieber, ey.